Der Rabbi erzählt uns heute weiterhin mit dem Mitzvah von Kedusha. Und deswegen, wenn es kommt um Heiraten, soll heiraten ein Mann und eine Frau. Die Intimität ist für einen Mann und eine Frau. Ein Mann mit einem Mann seitens der Tora ist nicht erlaubt. Auch ein Mensch mit einem Tier darf auch keinen zusammen sein. Es ist ausgeschlossen von der Tora. Natürlich, wir trennen immer zwischen der Tat und dem Mensch. Jeder Mensch wird respektiert, jeder Mensch wird geliebt. Aber trotzdem sagt die Tora, man muss wissen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, um die Kedusha, um die Heiligkeit von dem Mensch zu halten. Die Tora sagt, dass der Mensch ist gemacht in die Ebenbild Gottes. Mit Salmenu kit Museinu. Und deswegen, der Mensch muss immer das denken, immer das erinnern. Dass der Mensch kann nicht machen, nur was macht ihm gut, ein gutes Gefühl. Wir sind nicht hier, auf die Welt, um unsere Gefühle zu dienen. Wir sind hier, um zu machen, was ist richtig. Und die Menschen immer halten das im Kopf. Dass er ist Bezellem Elohim in dem Ebenbild Gottes erschaffen. Heute ist der 22. Tag im Monat Tevis. Genau wie das ist eine Mitzvah, eine Pflicht, jeden Tag Tefillin zu legen. Egal, ob das ist ein großer Tzaddik und ein Gadol oder ein einfacher Mensch. Genauso ist das eine Pflicht. Für jeder Jude zu denken, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde auf der Chinuch seiner Kinder. Auf der Bildung von seinen Kindern. Und alles tun, was in seiner Kraft ist. Wirken auf seine Kinder, sie sollen gehen in den Weg, was man ist, die Madrich, in den Weg, was ist richtig für die. Man soll alles tun, das muss etwas sein, das die Menschen immer dauernd beschäftigt. Es gibt keinen Autopilot in Chinuch und das ist eine Pflicht, dass die Menschen jeden Tag denken. Was soll er denken? Er soll denken, überlegen, wegen, wie er die Chinuch an seine Kinder bringen kann, dass das so geschmackhaft auf ein jüdischer Weg sein.